Malerei und Skulpturen von Joachim Böttcher stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung im Kunstmuseum Ahrenshoop, die noch bis zum März 2017 zu sehen sein wird. Böttcher gehört zu den seltenen Malerbildhauern seiner Generation. Er stammt ursprünglich aus Berlin, hat sich zur Arbeit aber in die Ruhe der Uckermark zurückgezogen. In diesem Jahr feiert der Künstler seinen 70. Geburtstag. Joachim Böttcher hat vor seinem Studium der Malerei in Dresden eine Lehre als Steinmetz absolviert. 1980 begann der ursprünglich als Maler tätige Künstler auch bildhauerisch zu arbeiten. Seine Wirkung erzielen die Kunstwerke von Böttcher aus dem Eigenleben der Materialien, die er benutzt: Holz, Naturstein, Gips und aus ihrer Verwandlung beim Gießen der Werke in Bronze. Die Skulpturen haben den menschlichen Körper zum Thema, Formen und Kräfteverhältnisse sowie dessen erdgebundenen Charakter. Auch über die Ausstellung hinaus lohnt sich ein Besuch im Kunstmuseum Ahrenshoop. Die Sammlung umfasst derzeit 800 Bilder, darunter Werke der Anfangsgeneration der Künstlerkolonie im Ostseebad. Das Exponat der Woche kommt aus der Sammlung der Stiftung Mecklenburg. Die Originallaterne des Martensmannes wurde 1838 im Schweriner Schloss gefunden. Diese befindet sich im Volkskundemuseum Schwerin-Mühs. Das Exponat der Woche ist eine aufwendig gestaltete Replik. Der Martensmannbrauch geht auf das 16. Jahrhundert zurück, als sich erstmals ein Abgesandter des libyschen Rates in Begleitung zweier Zeugen und natürlich des Kutschers auf den Weg nach Schwerin machte, um ein Fass Rheinwein an den herzoglichen Hof zu bringen. Ja, Sie können sich vorstellen, angesichts der im November herrschenden Witterungsverhältnisse musste der Lübecker Martensmann ein handfester Mensch von hartgesottener Gesundheit sein. Und es wurde auch gefordert, dass er und seine beiden Begleiter, die beiden Zeugen, biedere und ehrbare Männer sein mussten. Und sie durften keinen schwachen, zum Schwindel neigenden Kopf haben. Das heißt, es mussten auch handfeste Trinker sein. Die Reise führte von Lübeck über Schlutup, Schönberg und Rena bis nach Schwerin an den Hof. Und dort erfolgte vor dem Schweriner Schloss die Übergabe des Weines nach einem festgelegten Zeremoniell, das schon von Thomas Nugent 1766 als berüchtigte Szene erlebt wurde. So beschrieben in dem von Sabine Bock herausgegebenen Band Reisen durch Deutschland und vorzüglich durch Mecklenburg von Thomas Nugent. Heute wird die Zeremonie ein bisschen anders gehandhabt. Die Reise des Schweriner Martensmannes mit dem Fässchen Wein beginnt am Schweriner Schloss und endet nach einem Rundgang durch die Stadt auf dem Rathausmarkt, wo der Wein dann vom Volk ausgetrunken werden darf. Das war also früher ein bisschen anders. Aber der historische Disput, ob die Stadt Lübeck diesen Brauch aufgrund von Pflicht und Schuldigkeit oder aber aus nachbarschaftlicher Freundlichkeit aufrechterhält, dieser Disput wird bis auf den heutigen Tag fortgesetzt. Schon 1817 wurde der Martensmannbrauch aufgegeben. Man hatte keinen Bezug mehr zum historischen Ursprung und hat das dann nicht mehr fortgesetzt. Aber nach der Wende 1991 hat man die Tradition wieder aufgegriffen. Und die Stiftung Mecklenburg hat aus diesem Anlass 10 Jahre später eine Replik der Originallaterne, sehr aufwendige Replik, in der Schmiede Ratzack in Gadebusch anfertigen lassen. Das ist eine runde Laterne, die aus Messing besteht. Durch die Hornscheiben scheint das Licht von 4 Kerzen. Und dazu gehört auch eine Geldkatze, ebenfalls nach dem historischen Original auf Veranlassung des Schweriner Lions Club angefertigt, die dann zusammen mit der Laterne getragen wird. Sie können sich vorstellen, diese Laterne hat ein erhebliches Gewicht und es ist recht anstrengend, sie ein Stück weit zu tragen. Deshalb wird der Träger der Laterne mit diesem Gürtel ausgestattet. An dem Gürtel befindet sich dieser Lederbecher und in diesem Becher wird der Laternenstock, an dem die Laterne dann aufgehängt wird, so hineingestützt, dass man sie sozusagen also mit Bauchkraft und nicht allein mit Armkraft transportieren muss. Beide Objekte, also die Repliken, befinden sich im Besitz der Stiftung Mecklenburg und der Lions Club Schwerin leiht sie jedes Jahr zum Martinsfest aus, um sie dann dem Martensmann ins Schloss voranzutragen. Auch die Laterne wird demnächst im virtuellen Landesmuseum Mecklenburg zu sehen sein. Gehen Sie auf www.landesmuseum-mecklenburg.de
und holen Sie sich Exponate aus 30 Museen ins heimische Wohnzimmer.